Was die Sportvereine im Landkreis Oldenburg tänzerisch und turnerisch auf dem Kasten haben, das zeigte sich am Sonntagnachmittag auf der Turnschau des Turnkreises Oldenburg-Land in Hundlosen. In der Sporthalle am Marschkamp wurde ein Teilnehmerrekord verzeichnet. 24 Gruppen aus 14 Vereinen zeigten ihr Können. Rund 250 Zuschauer verfolgten die Darbietungen. Genauso viele Aktive verzauberten das Publikum. Die jüngste Teilnehmerin war 4 Jahre alt, die älteste 92. Die verschiedenen Gruppen präsentierten einen Querschnitt aus Gerätetouren mit und ohne Handgeräten, Einradfahren, Seniorentouren, Zumba und Hip-Hop. Moderiert wurde die dreistündige Veranstaltung von der Vorsitzenden des Turnkreises Sabrina Zoller und ihrem Stellvertreter Holger Kraje.